Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von MudRunner. So, weiter geht's. Oh nein. So, gut. Oh, jetzt kommt hier ein kleines Loch, aber es geht. Ups, falsche Taste. Ups. Ups, oh, ich dreh irgendwie die Kamera mal so, keine Ahnung, kann ich schwer sagen. Oh. Vielleicht auch jetzt im ersten Gang. Also da sollten sie noch was machen, dass er automatisch merkt, oh, zweiter Gang funktioniert ja gar nicht beim zweiten und dritten Versuch und dann so. Okay. Please turn left. Er bleibt nicht hängen. Was habe ich hier wieder gemacht für einen Blödsinn? Gut, gar keinen. Boah, meine Finger riechen immer noch nach Zwiebel. Eklig. Oh, sehr gut. Schon wieder falsche Taste. Ich kann nur selber abholen. Das finde ich persönlich sehr, sehr, sehr schlecht gemacht. Es macht gar keinen Spaß. Eigentlich, ja, leider. Ich gedacht, der hinter mir fährt sich fest an auf dem Baumstamm. Aber gut so. Ach hier Straße. Ach ja, gut, jetzt fahren wir erstmal Straße längere Zeit, finde ich sehr schön. Anhänger sind noch dran, gut. Mein Fahrzeug hinter mir. Ich glaube, das bleibt immer dran. Quatsch. Hä? Ich hab grad was ganz anderes. Okay. Dass er hinten immer gleich mitschaltet. Verdammt, hochgeladen sind jetzt schon alle. Ich habe keine neuen dazu gepackt. Ich hätte jetzt noch zwei, die ich hätte zupacken können. Mit 7? Eine. Naja. Oh, mit 7 GB. Ah ne, fahrt die Brücke.
Kamera, ja, Kamera, Kamera. Bremst auch ab ohne Ende. Ohne Verluste. So rücksichtsvoll und so. Ich glaube, für die Strecke muss ich das Seil tatsächlich kürzer machen. Mal ganz kurz geradeaus. So, fortgeschritten, klack, klack. So, schieb ihn mal an. Der schafft es doch nicht. Komm schon. Zu zweit ist alles nicht alleine. Na, gab's so. Da ist ein Schiff. Krass. Gab's auch so einen Spruch. Zu zweit ist man nie allein. Nee, es ist einfach. Keine Ahnung. Ische, Nische, Fische. Wow. Ich guck mir lieber die Seite an, die ist nicht so ganz so matschig. Also, so gar nicht. Eigentlich sogar. Strand? Ich bleibe auf der Straße. Möchte ich das schon so realistisch wie möglich halten? Ja, ob man das hier Realismus jetzt nennen kann. Also ich glaube nicht, dass irgendwelche Holzabgaben so extrem. Also ich weiß es nicht. Ich kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die haben da schon ein bisschen bessere Wege. Ich habe ja damals hier auf D-Max diese Holzfälle extrem oder so gerne mal geguckt. So heftig. Nee, da waren eigentlich ganz normale Dingswege. Ach, wie heißen die Wege hier? Mit den kleinen Kieselsteinen hier, diese Schotterwege. Aber hier so extrem. Nee. Oh, gut. Ich dachte, ich habe den Timer nicht an, das wäre wieder wunderschön. Oh, dann ist ein Schiff untergegangen. Ach, bis hierhin nur, habe ich gemacht. Zack, 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 zack. Und zack. Wie wir da fahren zum Ende hin, das weiß ich natürlich noch nicht. Das sehe ich, wenn ich da bin. Diese Folgen jetzt, gut, das ist nach der dritten Folge, auch wieder eigentlich nicht erwähnenswert, aber wenn diese Folgen hier veröffentlicht sind, das weiß ich nicht. Ich persönlich wollte ja jeden Monat eine Karte machen, aber da habe ich mir so gedacht, jeden Monat ist schon ein bisschen krass. Also ich denke mal, das wird jetzt nach und nach hintereinander veröffentlicht werden.
Okay, die CPU ist auch die ganze Zeit bei 97%, 95%. Oh, jetzt nicht wegen dem Spiel, ich rendere schon mal das von die vorherige Aufnahme. Ja, da war ich auch teilweise nur 58 FPS statt 60. Und den ersten Gang. Das war jetzt. Ja, ein bisschen später. Daher wir so gut wie am Ziel sind, fahre ich dann doch mal tatsächlich hier lang. Wenn es da lang eigentlich sogar schon fast gesünder aussah. Aber nö, doch ganz gut. Die Musik, die hört man schon. Wie ich finde, auch ein bisschen sehr laut ist. Erst Musik aus, jetzt wieder an. Sehr geil. So, erstmal wieder den Truck wechseln. V. Wieder ranhängen. Und jetzt F1. So, welches? Das Ziegelwerk da hinten muss ja auch noch. Das ist ja dieses Riesenteil. Nee, der interessiert mich jetzt so nicht. Ach, cool. Wie viel hat der drinne? 900. So, das hier war noch der hier. Ja, nicht so schön. Kannst den Weg wieder zurückfahren. Halt! Kommst mit. Aber ein bisschen näher dran. Eigentlich war ich mir schon fast ziemlich sicher, dass es hier auch Musik gab, wenn man so fährt. Wir haben es rausgenommen, aber ich weiß es gar nicht.
Wow. Wow. Ist dein Ernst? Genau, schieb mich an. Ist komischerweise viel besser hier lang. Hier hinter mir. Jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Jetzt haben die Baumstämme gesiegt, war. Gar nicht mich umzudrehen in dem Anhänger. Okay, er lebt noch. Und das war jetzt gerade fix. Das war jetzt gerade fix. Sehr schön. Ui, hat er mich rübergerissen. Gleich wieder ganz zurückfahren. Ich hoffe. Ich überlege gerade. Vielleicht. Ich würde gerne einen anderen Weg zurückfahren, ganz klar. Rein? Ui, Gott sei Dank nimmt das keinen Schaden. Hier doch hier. Zack, 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 zack. So. Muss genau die gleichen Fahrzeuge sind. Ich glaube sogar die gleichen Reifen. Kommt der hinter mir besser voran wie ich. Aber auch nicht immer irgendwie, also komisch. Das wird er gleich Probleme haben mit dem Anhänger hinten. Okay, doch nicht. Rupt's einfach um, die Baumstämme, die da sind. Die Stümpfe, Baumstümpfe. Oh, das ist wieder masselig. Ich bin froh, dass das nicht gespeichert wird, wo wir schon lang gefahren sind, das hier. Weil hier sind wir vorhin schon lang gefahren und dann wäre ja hier nochmal eine Spur von meinem Fahrzeug. Mal ganz kurz zwischendurch, ich glaube bei diesem Let's Play habe ich ja noch nie drüber gesprochen, wegen der 2080 Ti. Ich möchte mir zuallererst Benchmarks anschauen und gucken, was bringt die wirklich mehr, weil ich kann es nicht oft genug sagen, Raytracing ist mir scheißegal. Ich bin grafikverliebt, wie verrückt, auf jeden Fall. Oder fragen, wen ihr wollt, manche, viele, viele, nerv ich damit permanent, und zwar dolle, aber... Weiß ich. Raytracing ist so für mich.
Nö. Und Problem ist, wenn es wieder diese Option hat, Raytracing, und man kann es aktivieren. Bin ich wieder so einer, der sagt, warum geht das nicht an, warum geht es nicht auf Ultra? Ja. Damit habe ich immer noch schön bei der Grafikoption und so rumgedreht, wo ich noch eine 550 Ti hatte. Danach hatte ich eine 770 Lightning. Oh, das war eine tolle Karte. Das war eine... Wow. Danach hatte ich die 980. Die hat auch eigentlich alles auf Ultra geschafft. Und ja, jetzt habe ich die 1080 Ti halt drin, die alles auf 4K. 90% der Spiele, die ich habe, auf 4K schafft. Aber eigentlich, ja, ich sag mal schon 95%. Ich überlege gerade, welches Spiel das nicht schafft. Ark. Ob das an Ark selbst liegt? Oh, Schluck auf, weiß ich nicht. Na los. Dass Ark halt noch nicht so optimiert ist. Darf man nicht umkippen. So, klack, klack, klack. Der gewechselt, VV. Drück. Gut. Hat geklappt. Gut, F1. Jetzt haben wir zwei Strecken. Hier geht's durch Wasser, hier nicht. Mal schauen, wie wir uns schon wieder falsch entschieden haben. Ob es jetzt richtig war oder nicht. Aber das sieht dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt auch noch rum, schreibt in den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Ciao.